Während sein Bruder Prinz William bereits Baby Nummer 2 erwartet, ist Harry immer noch solo unterwegs. Dabei denkt auch der Partyprinz langsam ernsthaft über eine Familienplanung nach. Schon bei der Geburt von Neffe George stellte er in Interviews immer wieder klar, dass er sich eigene Kinder wünsche. Und auch bei offiziellen Terminen sieht jeder, wie gut der 30-Jährige mit Kiddies umgehen kann. Mit seiner Ex-Freundin Chelsea Davy gab es sogar schon Gerüchte um eine Familienplanung, aber daraus wurde ja bekanntermaßen nichts. Aktuell soll Harry eigentlich versuchen, seine Ex-Freundin Christina Bonas zurückzugewinnen. Jetzt wurde er aber angeblich mit der italienischen Schauspielerin Martina Stella beim Turteln in einem Restaurant erwischt. Die 29-Jährige ist unter anderem Model, schlank und hat lange blonde Haare. Passt damit also genau in das Beuteschema des britischen Royals. Und so geht das Liebeschaos um Dirty Harry in die nächste Runde. Logisch, dass er sich als einer der begehrtesten Junggesellen der Welt vor Verehrerinnen kaum retten kann. Doch den Familienwunsch kann er sich mit dem Dating-Marathon wohl eher nicht erfüllen. Naja, jetzt sorgen Kate und William erstmal für Nachwuchs Nummer 2. Harry kann also nochmal Luft holen, um sich dann mit vollem Elan um die Suche nach Mrs. Right zu kümmern.